Jo Leute, was geht? Freunde, spielt niemals dieses Horrorspiel von SpongeBob. Und zwar, Leute, könnt ihr hier sehen, SpongeBob sieht heute ganz, ganz anders aus. Ich würde sagen, wir legen direkt los, Leute. Lasst natürlich einen Daumen nach oben da, wenn ihr mehr solcher kleinen, kurzen Horrorspiele haben wollt. Und let's go, Leute. Wir gehen auf jeden Fall rein. Seid ihr bereit, Kinder? Ei, ei, Captain. Ich kann euch nicht hören. Oha, was passiert jetzt? Yo, das ist die große... Oh mein Gott, wie sieht Patrick aus? Yo! Okay, Leute, herzlich willkommen in der großen Krabbe, Freunde. Wir sind jetzt hier und ich habe erstmal richtig dick Hunger, Leute. Ich glaube, wir holen uns erstmal hier ganz fresh einen Krabbenburger. Thaddäus, du siehst heute aber echt ganz komisch aus. Weil ich glaube, das Ganze soll eigentlich Thaddäus darstellen. Können wir hier noch ein Bild? Regie, können wir ein Bild vom echten Thaddäus hier kurz einfügen auf seinem Gesicht? Da. Okay. Willkommen in der großen Krabbe. Wie kann ich Ihnen weiterhelfen? Ja, es ist, sind das... Eigentlich soll das Krabbenburger sein, oder? Ich nehme einen Menschenburger, oder? Ich hätte gerne einen Menschenburger oder einen Krabbenburger, bitte. Setz dich hin. Ich geb's dir, wenn es fertig ist. Alles klar. Danke, Thaddäus. So, okay. Leute, irgendwas ist hier heute komisch in der großen Krabbe, muss ich sagen. Irgendwie, die Leute sehen anders aus. Ey, da ist sogar noch ein Kunde. Hallo, Mister, kann ich... Okay, also auf zu schreien. Okay, ich gehe ja schon. Alter, die Leute verhalten sich heute ganz merkwürdig. Können Sie vielleicht nur kurz sagen... Okay, Moment nochmal. Ein drittes Mal. Bitte schreien Sie mich an. Ich will nur Hallo sagen. Hallo. Okay. Alles klar, ich gehe ja schon. Ich gehe ja schon, Sie Fisch. Ich gehe ja schon. Dann setzen wir uns mal hin. Oh Mann, Leute. Die brauchen echt lange hier mit den Krabbenburgern. Wo ist SpongeBob eigentlich? Wo ist SpongeBob? Okay, so. Was passiert? Ist mein Krabbenburger schon fertig? Wow, Leute, was ist mit Ihnen passiert? Hat er etwa den Krabbenburger gegessen? Oh mein Gott. Oh, dieser Typ war auf, offensichtlich schläft er auf Ketchup. Sehr lustig. Ich sollte das auch später ausprobieren. Nein, ich glaube eher nicht, dass es so eine gute Idee ist, auf Ketchup zu schlafen. Ich glaube nicht, dass das so lohnenswert ist, die Idee. Nein, okay, Thaddäus. Wann ist denn mein Krabbenburger fertig, Mr. Thaddäus? Wann ist er denn fertig? Er ist fast fertig. Wir haben gerade Mangel an Krabben-Patties und das kann ein bisschen länger dauern. Okay, kann ich das irgendwie beschleunigen? Ich habe nur meine Termine, weißt du? Du kannst ins Lagerhaus gehen und ein paar Patties holen. Aber sei vorsichtig, es ist dunkel da drin. Und was immer du tust, geh nicht zum Raum am Ende des Korridors. Okay, alles klar. Ich hab's verstanden. So, okay, dann gehen wir rein, Leute. Oh Gott, nein, 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 Leute. Leute, by the way, ich muss mir das immer wieder antun. Immer wieder so gruselige Räume gehen. Freunde, wenn ihr, wie gesagt, mehr davon sehen wollt, sondern solchen Horrorvideos, dann lasst kurz ein Abo da, Freunde, und einen Daumen nach oben da. Leute, lasst kurz ein Abo da, dann weiß ich, dass ihr mehr davon sehen wollt. Okay, und vergesst nicht gerne zu kommentieren, Freunde. Wollt ihr mehr von diesen Spielen haben? Welches Spiel wollt ihr als nächstes? Okay. Alles klärchen. Da war jemand. Leute, war das... War das eine Krabbe? War das Mr. Krabs? Okay. Okay. Oh, Leute, die große Krabbe sieht viel größer aus, als ich sie mir vorgestellt habe. Naja, dann gehen wir mal weiter. Okay, warum ist hier eine... Oh, hier ist so eine Brechzange. Alles klar. So, wir haben hier den Patty. So, wow, Alter. Die, sind die überhaupt gekühlt? Und wo kommen die eigentlich her? Okay. Sehr, sehr merkwürdig. Naja, okay. Wir gucken mal noch weiter, Leute. Oh, nein. Oh, nein. Das ist der Raum, von dem Thaddäus erzählt hat, dass wir da nicht reingehen sollen. Das ist definitiv Ketchup. Das ist der Raum, an dem sie den Ketchup versteckt haben. Kann ich da rein? Ich kann nicht rein. Oh, Leute, irgendwie, ich bin neugierig. Leute, es war ein Daumen nach oben da, falls ich es noch nicht getan habe. Ich gehe da jetzt rein. Okay? Okay. Puh, alles klar. So. Leute, ich weiß nicht, ob etwas passieren wird, so, aber... Hallo? Ja, Thaddäus hat mich gewarnt. Ich bin selber schuld. Thaddäus hat mich gewarnt. Es war Mr. Krabs. Und er hat einen Wutanfall, weil wir diesen Raum betreten haben. Also ist dort offensichtlich etwas versteckt. Irgendwas ist in diesem Raum versteckt, Leute.
Oh, da ist er schon wieder. Okay, ich gehe nicht nochmal in den Raum, Leute. Ich gehe nicht nochmal in den Raum. Ich hole mir jetzt einfach den Patty. Also, ihr habt es gesehen. War keine gute Idee. Und jetzt gehen wir ganz schnell hier raus, Leute. Ich habe keinen Bock auf noch mehr Mr. Krabs, Jumpscares. Und bisher weiß noch niemand, wo ist SpongeBob? Was ist mit SpongeBob passiert? Okay. So, hier ist der Patty. Oh mein Gott. Patrick? Was ist mit dir passiert? Er sieht sehr komisch aus. Alles klar. Der Fisch ist weg. Und hier liegt eine riesen Ketchup-Spur, die direkt in das Büro von Mr. Krabs führt. Warum ist hier überall Ketchup auf dem Boden? Ich glaube, ich sollte das aufräumen. Nein, nein, nein. Wir arbeiten hier nicht. Wir arbeiten hier nicht. Dieser Fisch hat gerade eine harte Zeit im Badezimmer. Das ist aber nicht das Badezimmer. Ich kenne SpongeBob und ich weiß, dass das Mr. Krabs Büro ist. Das Badezimmer ist... Wo ist das Badezimmer hier eigentlich? Na, egal. Oh, du hast es sogar geschafft, ein Patty von dem verfluchten Warehaus zu holen. Guter Job. Jetzt geh in die Küche und tu es auf den Grill. Die Küche ist die erste Tür auf der rechten Seite. Hä? Wollt ihr mich jetzt zum Arbeiten zwingen? Ich bezahle euch doch. Warum muss ich denn arbeiten? Ich muss das jetzt machen. Leute, das ist... Wo ist SpongeBob? Arbeitet der nicht? Und wo ist diese komische Tür? Hier war doch früher so ein Fenster über den Grill, dass er schnell die Burger so rübergeben kann, wenn er möchte. Naja. So, was haben wir hier? Sind dann die Brötchen? Okay. Dann warten wir mal. Ist das Ganze fertig? Oh. Yay! Wow, das sieht überhaupt nicht verbrannt aus. Ist das der Krabbenburger? Gehört da nicht noch Salat? Wie war das normal? Gefolgt von Ketchup, dann Mayo, frischen Gürkchen, Salat, Zwiebeln und Tomate und alles in dieser Reihenfolge. Irgendwas war da. Das ist doch kein Krabbenburger. Naja, egal, Leute. Ich nehme, was ich will. Ich esse das jetzt und dann gehe ich nach Hause. Kein Bock mehr auf große Krabbe. Leute, die spinnen ja alle, ey. Setz dich hin und genießt einen Krabben-Menschenburger. Okay, dann essen wir den jetzt eben, Leute. Komm, hoffentlich ist er nicht so ekelhaft. Sind das Minecraft-Sounds gewesen? Ah, dieser Krabbenburger hat genau wie die Nägel meiner Großmutter geschmeckt. Warum weißt du, wie die Nägel deiner Großmutter schmecken? Das macht dann $78,99, bitte. Was? So teuer? Ist die Inflation in der großen Krabbe mittlerweile auch angekommen? Ich sagte $87,99. Warum ist das hier alles so teuer? Ich glaube, das muss ein Fehler sein. Ich habe einfach nur einen ganz normalen Krabbenburger bestellt. Ich sagte, das sind $98,99, bitte. Okay, okay, entspannen Sie sich. Ich habe keine $100 in meiner Brieftasche. Ich habe nur $35. Ich dachte nicht, dass es so teuer hier ist. Also sagst du, dass du nicht das Geld dafür hast, den Krabbenburger zu bezahlen? Nein, also ich meine ja. Also ich habe das Geld habe ich bei mir zu Hause. Ich könnte es jederzeit jetzt holen kommen und dann komme ich wieder zurück. Also möchtest du sagen, dass du das Geld nicht dabei hast in diesem Moment für den Krabbenburger? Nein, ich habe gesagt, ich habe keine $100 mit mir in diesem Moment. Moment. Wow. Was passiert hier? Oh nein, Mr. Krabs. Mr. Krabs! Oh Gott! Wo bin ich? Leute, was passiert hier? Hallo? Oh Mann, es ist dunkel hier drin. Oh Junge, wo bin ich hier drin? Hallo? Lass mich hier raus! Lass mich raus! Lass sie mich raus! Mr. Krabs! Ich hab das Geld! Ich habe Kreditkarte. Nehmen Sie Karten an. Hallo! Okay. Das ist nicht Patrick, oder? Da oben. Okay. Das ist offensichtlich mit dem Zahlenschloss gefühlt gesperrt. Okay. Hä? Hey! Das ist Plankton! Plankton, du siehst ein bisschen anders aus. Hast du dich verändert? Hast du jetzt zwei Augen? Aber warum bist du eigentlich hier? Was ist mit dir los? Warum bist du in einem Käfig? Ich wollte gerade die Krabbenburger-Formel holen und dann kam Mr. Krabs und hat mich in diesen Käfig gesperrt. Wie bist du eigentlich in diesen Raum gekommen? Hast du vielleicht die Geheimformel gestohlen? Nee, also der Krabbenburger war zu teuer und ich habe nicht genug Geld gehabt, ihn zu bezahlen. Ich weiß, Mr. Krabs ist ein echtes, Egal, ich versuche dich hier zu befreien aus diesem Dingens. Versuch es nicht. Mr. Krabs hat dieses Schloss mit einem Schlüssel gesperrt. Viel Glück trotzdem. Okay, also hier sehen wir es, Leute. Okay, wir müssen mal schauen, Leute. Also, wir versuchen das jetzt zusammen zu lösen. Also, ich glaube, ich kann hier die Zahlen verändern. TZUI, okay, so kann ich die Zahlen verändern. Okay, so geht das ganz entspannt. Jetzt muss ich nur herausfinden, was die Symbole sind. Wir haben einen Fisch, wir haben einen Seestern, wir haben ein Quadrat und einen Kreis. Einen Seestern sehen wir hier
Eins, zwei. Ah, das ist die Anzahl der Sachen, die wir hier sehen. Okay, also wir haben zwei Seesterne. Zwei Seesterne. Dann haben wir eins, zwei, drei Kisten. Ich glaube, es sind drei. Es könnten auch vier sein, weil dahinter könnte noch eine versteckt sein. Ich sage aber einfach mal drei, weil wir drei sehen können. Dann haben wir drei Fische. Dann macht es aber keinen Sinn, oder, wenn es drei Fische sind. Und wie viele Kreise haben wir hier? Ich glaube nur einen wegen diesem Fenster. Kann das sein? Können wir es jetzt aufmachen? Nee. Okay, vielleicht waren es doch vier Boxen. Aber vielleicht sind es ja auch null Kreise. Nee, hier ist noch eine Box. Vielleicht sind es doch fünf Boxen. Nein, sind es doch nicht so viele. Oh, warte kurz. Es ist Schloss. Warum waren das denn zwei Kreise? Ich bin gerade sehr verwirrt, Leute. Ich weiß nicht, woher die zwei Kreise sind. Aber egal, wir haben das Tor aufgekriegt. Oh nein. Ah! Wir sind hier. Können wir jetzt wieder rausgehen? Oh Gott, Leute, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht. Oh mein Gott. Ich habe erst den, ich muss erstmal Plankton befreien. Alles klar. Wir brauchen einen Schlüssel. Wo ist der Schlüssel, Leute? Ich habe hier, glaube ich, keinen gesehen. Hier muss irgendwo ein Schlüssel sein. Oder wir können das nehmen. Ja, genau. Das ist es. Ich wusste, dass die für irgendwas gut sein müsste. Boah, Leute, ich bin so paranoid. Es könnte jederzeit um jede Ecke irgendjemand sein. Naja, egal. Wir befreien jetzt mal Plankton. So, Plankton, wir haben dich befreit. Hey, nice Nase, mein Freund. Er sieht echt witzig aus. Danke für die Rettung. Jetzt lass uns einen Weg hier rausfinden. Okay. So, Leute, ich habe nämlich etwas, womit ich mich ausgerüstet habe. Jetzt kann Mr. Krabs mich nicht mehr holen. Jetzt kann er mich nicht mehr holen. Okay. Ich glaube, wir gehen in diesen super gruseligen Raum. Gehen wir einfach mal rein. Naja. Ach so, ich soll die Sache wieder zurückbringen. Naja, okay. Ich meine, ist doch jetzt egal, ob wir das hier liegen lassen oder nicht. Plankton, komm. Wir gehen da jetzt rein. Wir gucken mal, was da ist. Ich muss sagen, Leute, mit einer Begleitung fühlt es sich gleich hier viel besser an. Oh Gott, bitte nicht schon wieder. Oh. Er ist nicht hier. Plankton, er ist nicht hier. Mr. Krabs ist nicht hier. Okay. Oh Gott. Okay. So. Alles klar. Was ist das hier? Oh, das ist ein Tresor. Ist da die Krabbenburger Geheimformel drin? Ich glaube, das ist es. Aber wir haben einen Code. Das ist schon wieder ein Keypad. Ich sollte das Passwort herausfinden. So, wo soll ich denn das Passwort jetzt herausfinden? Wie soll ich das denn machen? Weiß nicht. Ist hier noch ein Zimmer offen, das wir aufmachen können? Ich glaube, hier war ein Zimmer, wo wir nicht rein konnten. Ist das jetzt... Oh mein Gott, es ist offen. Das müsste also die IT-Abteilung sein. Ja, die ganz professionelle IT-Abteilung. Okay, was haben wir hier? Oh, das war mein Lieblingsgeräusch. Windows XP. Aber das ist kein Windows XP. Leute, ich bin jetzt gerade einfach am Computer, ey. Okay, was haben wir? Click to get free gift cards. Nein, keine gift cards. Nein, ich will keine gift cards. Ich will... Was wollen die denn? YouTube.com watch not Rickroll. Ey! Ey, nein! Ey! Ey, Mann! Oh mein Gott! Ey, was soll das? Oh mein Gott, Leute, das ist einfach Rickroll. Ach, das ist ein Code. Okay, ich zähle mal die Zahlen zusammen, Freunde. Und dann suche ich mal raus, was es ist. 9. 5089. Okay, dann gehen wir hier raus, Leute. Puh. 5089. Okay, das ist also die Zugangsnummer. Alles klar, dann gehen wir mal dahin, Leute. So, 5089. 5089. 5089. Oh mein Gott, Leute, let's go! Wir haben es aufgemacht. Das ist die Krabbenburger Geheimformel. Okay, jetzt wird er herausfinden, was ist die Geheimformel? Naruto Run! Naruto Run, Plankton! Let's go! Er hat endlich die Krabben. Oh, was ist da passiert? Plankton! Hallo? Wer ist das? SpongeBob! Oh! Run! 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 Nein! Oh mein Gott! Leute! Oh, Junge! Lauf! Was? Okay. Oh mein Gott! Da ist er, Leute! Hilfe! Hilfe! Wow! Oh mein Gott! Er läuft mir hinterher! Ah! Oh nein! Oh nein! Nein, 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 nein! Oh Junge! Oh Gott, er wird immer lauter! Er wird immer lauter! Oh mein Gott! Schaffen wir das?
Was ist das? Da ist ein Tor. Greg? Greg? Wer ist Greg? Greg ist... Oh mein Gott, lauf, 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 lauf. Ich weiß nicht, wer Greg ist. Greg ist... Oh! Oh Gott! War das nicht Shrek? Shrek is love! War das nicht Shrek is love? Ich werde es gleich prüfen, Leute. Oh mein Gott. Oh nein. Nein! Nein, SpongeBob! Oh mein Gott! Was ist passiert? Oh mein Gott. Wait. Das sind vier. Hä? Vier sind das. Patrick! Thank you for playing. Leute, aber da war noch ein Secret. Da war noch ein Secret. Da war noch ein Secret. Ich muss es noch rausfinden. Wie soll ich denn das Spiel jetzt verlassen? Ich muss Alt, Q, G, Z, O. Yo, Alter. Es geht nicht. Es geht nicht. Alt, Q, G. Ey, das geht nicht. Wie soll ich das machen? So, ich will es verlassen. Ja, ich bin mir sicher, ich will es verlassen. Lasst mich raus! Nein! Oha, Alter, jetzt ist das Spiel wirklich einfach ausgegangen. Leute, wir müssen noch das Secret rausfinden. So, wir sind da wieder, Leute. Jetzt geht's wieder los. Und wir müssen wieder vor den SpongeBob abhauen. Und der ist so furchteinflößend, Freunde. Der ist so furchteinflößend. Also, wir laufen jetzt wieder zu der gleichen Stelle, wo dieser eine Code war. Und ich hoffe mal, dass wir das dann in der Zeit überhaupt hinbekommen. Wir müssen, glaube ich, das Wort Love einfügen. Oder Live. Love oder Live? Ich glaube, wir probieren es mal mit Love. Oh mein Gott, da ist er. Da ist er, da ist er. Leute, SpongeBob ist da. Okay, wir machen uns bereit, Leute, gleich zu tippen, was das Zeug hält, damit ich dieses Wort noch eintippen kann. Oh, das wird so knapp. Ich habe keine Ahnung, ob wir das hinkriegen. Ich weiß nicht, ob wir das schaffen. Das wird viel zu schwer. Naja, wir probieren es mal. Wir geben unser Bestes. Oh mein Gott. Okay, da ist es, Leute. So. Oh mein Gott, ich hab's geschafft! Ja, es ist Shrek! Es ist Shrek! Ja! Oh mein Gott! Rette mich, Shrek! Oh! Was passiert jetzt? What? Ist es... Es ist ein Western-Duell! What? Oh mein Gott, ist der gruselig! Was passiert hier gerade? Es ist ein Western-Duell. Wer wird es denn gewinnen, Leute? Wird es SpongeBob oder wird es Shrek werden? Was meint ihr? Schreibt den Sieger jetzt in die Kommentare. Wer glaubt, ihr wird gewinnen? Und wer ist dieser grüne Fisch da hinten? Wer ist dieser Fisch? Ich glaube, das bin ich, oder? Wer ist das? Was ist das? Hallo? Ach, ich? Ah, ich bin das. Okay, ich bin der Fisch. Oh, der ging daneben. Oh, jetzt, was? Shrek ist wütend, Leute. Shrek ist wütend. Oh, er hat The Rock gemacht. Er hat die Augenbraue von The Rock gemacht. Und jetzt, was passiert jetzt? Er macht mit der Panzerfaust. Oh, Leute, der wird die ganze... Bruder, du hast mich nicht gerettet. Du hast die ganze Welt in Shrek einfach. Ja, perfekt, Leute. Oh mein Gott. Okay, Freunde, das war's auf jeden Fall dann von diesem Video. Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn ihr auch mehr von solchen verrückten kleinen Mini-Horror-Games haben wollt. Und vielleicht auch das ein oder andere kleine Spiel, Freunde. Ihr wisst Bescheid. Lasst mal einen Daumen nach oben da, Leute. Lasst uns mal auf diesem Video 5555 Likes schaffen. Und vergesst nicht, gerne den Kanal zu abonnieren. Lasst ein Abo da. Aktiviert die Glocke. Wir sehen uns im nächsten Video. IDs raus da rein und ciao.